In diesem Tutorial zeige ich Ihnen die Grundlagen zur Ermittlung kinetostatischer Werte durch den Einsatz von Kräften und Sensoren in der Kinematiksoftware ASOM V7. Dazu setze ich jetzt zunächst ein beliebiges, einfaches Mehrgelenksystem, ein Viergelenksystem, setze die Festlager, gebe dem System einen Antrieb, eine Animation, beschreibe besser noch die wichtigen Gelenkpunkte, in diesem Fall einfach mal A1 und B1. Und gebe dem Objekt eine Masse. Die soll jetzt an der Koppel verbunden werden. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Rechtsmausklick auf das Objekt, verbinden und dann halt eben das entsprechende Element wählen, die Koppel. So, dass die Verbindung ist jetzt da, ist jetzt vorhanden. Dann wähle ich, gebe ich diesem Objekt eine Masse. Auch hier muss ich erstmal das Objekt auswählen, dem ich eine Masse geben kann und dann den entsprechenden Schwerpunkt setzen. Und den Wert der Masse. Vereinfacht mit 1000 Kilogramm. Idealerweise gebe ich auch diesem Objekt einen Namen. Masse 1, so. Und ich setze nochmal, um das ein wenig komplexer zu machen, weil das auch benötigt wird in vielen Projekten, noch eine Kraft und appliziere diese, einen Kraftwert ebenfalls auf die, ja, auf die Koppel. Wobei ich möchte, dass der Kraftwert mitläuft, und zwar lokal. Vektormodus durch Rechtsmausklick, lokal. Das bedeutet, dass die Kraft, genau, jetzt sieht man das sozusagen relativ zur Koppel immer den gleichen Winkel besitzt. Allerdings eben keine Masse ist, die ja im Grunde absolut gesehen immer nach unten wirkt, in diesem Fall. So, dieser Kraft gebe ich auch kurz eine Bezeichnung. Und bei der Kraft muss ich noch eine Modifikation vornehmen. Ich möchte das vereinfacht hier immer ein Kraftwert von 1000 Newton angenommen wird, und zwar ohne Veränderung. Also die Kennlinie soll bitte parallel zur X-Achse sein. Es ist ja hier jetzt nicht eine Feder, die wir simulieren möchten, sondern es soll eine konstante Kraft sein. So. Was mich jetzt interessiert, ist in diesem Fall einfach mal das nötige Drehmoment, das nötige Haltedrehmoment, um das System also im Gleichgewicht zu halten, im kinetostatischen Gleichgewicht zu halten, wenn das Drehmoment hier appliziert wird. Alternativ wüsste ich gern das nötige Haltedrehmoment am Lager B1. Dann gehe ich auf das Feature relative Haltedrehmoment, setze hier einen Sensor hin, einen Haltedrehmomentsensor, und hier an beiden Lagern A1 und B1. Ein wichtiger Hinweis, diese Sensoren stören sich aktuell nicht gegenseitig, sondern jeder Sensor tut so, vereinfacht gesagt, als wäre dieser Sensor der einzige Sensor im System. Es sei denn, man möchte es anders, dann geht das auch. Das muss man dann explizit eingeben unter Berücksichtigung entsprechender Freiheitsgrade. In diesem Fall, ohne weitere Maßnahmen, verhält sich jeder Sensor so, als wäre er der einzige im System. Jetzt gehe ich hier auf Haltedrehmoment mit Rechtsmausklick auf dem Sensor. Haltedrehmomente, weil wir ja gleich zwei Sensoren betrachten möchten zugleich. Den Rest kann ich so belassen. Dann haben wir schon mal einen Sensor. Notizen kann ich wegklicken. Und jetzt setze ich in dieses Diagramm, die Legende lassen wir aber noch drin. Genau, dann können wir die Beschriftung auch noch mal ein bisschen vereinfachen.
schalte Drehmoment in Newton Millimeter, wichtig bei A1. Und jetzt nehme ich das auch noch mit Rechtsmausklick. Es geht auch anders, nur zur Information. Man kann auch über die Diagramme die entsprechenden Informationen und Kräfte sozusagen grafisch erstellen. Etwas einfacher ist es im Grunde mit dem Rechtsmausklick, weil dann die Wahl fokussiert und reduziert ist auf Objekte, die meistens oft benötigt werden. Halte Drehmoment. Auch hier wähle ich jetzt, ich wähle jetzt erstmal eine andere Farbe aus, bewusst. Und auch hier wähle ich dann das Diagramm, das schon existiert, halte Drehmomente. Und ergänze das Diagramm um genau den Graphen. Jetzt haben wir beide Haltedrehmomente und können sozusagen die Momente vergleichen untereinander, Maxima, Minima vergleichen, Nullstellen und so weiter und so fort. Kurz ein Check. Man sieht, dass sich natürlich die Beträge und Werte dieser Haltedrehmomente verändern. Und sich sicher auch angleichen müssten, wenn ich jetzt hier das System näher zusammenbringe. Ja, man sieht, dass im Grunde das Verhalten ähnlich ist. So, man sieht auch den Verlauf der Kraft und die Nullstellen, die auch nachvollziehbar sind. Man kann die Nullstellen im Grunde vergleichsweise einfach kontrollieren. Ja, zumindest wenn die Kraft jetzt hier nicht da wäre. Dazu kann ich die Kraft mal löschen. Zup. So, jetzt gibt es wirklich nur noch die Masse dieses Körpers. Und im Grunde ist hier keine ergänzende Kraft über die, kein ergänzendes Moment nötig, weder bei dem einen noch bei dem anderen Sensor, weil der Hebelarm, den die Masse hat, offensichtlich null ist, weil es hier keine weiteren Kräfte gibt im System und keine weiteren Massen, muss das so sein, dass der Hebelarm, den die Masse bewirkt, null ist. Das sieht auf dem ersten Blick vielleicht nicht so aus. Wenn man sich aber anschaut, wo der Momentanpol der Koppel liegt, zum Zeitpunkt des Nulldurchgangs, qualitativ erkennt man das schon ganz gut, dann gibt es hier nahezu keinen Hebelarm, den die Masse auf den momentanen Drehpol der Koppel besitzt. Und dann wird der Hebelarm wieder größer, somit auch die Kraft. Und der Hebelarm ist hier wieder null, wie man sieht, wieder oberhalb, in diesem Fall oberhalb der Masse. Am Anfang ähnlich, ganz am Anfang der Animation. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zum Momentanpol. Das ist im Grunde der Drehpunkt, der aktuelle Drehpunkt der Koppel. Wirklich ausschließlich zu diesem infinitesimal kleinen Zeitpunkt ist das der Drehpunkt der Koppel. Und dann ist auch verständlich, warum in diesem Fall, wenn die Masse genau unterhalb eines Drehpunktes liegt, natürlich dann die Kraft null ist. So, das war eine Kurzerläuterung dazu. Ergänzend interessiert mich jetzt für, beispielsweise noch die Lagerkraft, die hier entsteht, die an einem Element, an einem Lager entsteht. Dazu gehe ich jetzt mal auf Diagramme und suche mir das Feature Gelenkkraft raus. Jetzt ist es so, dass ich zunächst einmal den Sensor auswählen muss, der sozusagen in der kinetostatischen Betrachtung einbezogen wird. Das ist verständlich, weil je nachdem, wo ich ja hier einen Drehmoment einleiten würde, um das Gleichgewicht zu erzeugen, entstehen andere Lagerkräfte. So, dann sage ich, okay, ich würde hier das Ausgleichsmoment einleiten und möchte diese Lagerkraft sehen und die Kraft soll, möchte ich mir anschauen, kommend von der Koppel.
Hier gibt es nur die zwei Auswahlmöglichkeiten, wobei in diesem Fall, da keine weiteren Kräfte wirken, im Grunde es irrelevant ist, ob ich die Koppel oder die Schwinge auswähle. Das sind, die Werte müssen identisch sein. Kommt von der Koppel. Dann nehme ich Lagerkräfte. Quelle der x-Achse belasse ich mal weiterhin die Zeit. Jetzt möchte ich aber nicht nur den Absolutwert, die Vektornorm der Lagerkraft kennen, sondern wirklich auch die x- und y-Komponenten. Dazu schalte ich jetzt mal das alles auf. So, und dann sehe ich, dass hier bei den y-Parametern, also bei der Kraftkomponente, bei der Kraft, die Vektornorm eingestellt ist, voreingestellt ist. Hier möchte ich aber eben die Komponenten sichtbar machen, zusätzlich. So. Dann sehe ich jetzt die entsprechenden Komponenten. Ich lege das mal zusätzlich in einem eigenen Fenster. Die Legende schließe ich mal hier, um mich dann auf die Lagerkräfte erstmal zu konzentrieren. Und auch hier sieht man natürlich entsprechende Modifikationen bei Veränderungen von Lagerpunkten oder Veränderung der Position der Masse. Ja, das war jetzt eine Einführung in die kinetostatische Betrachtung. Hier ist noch sehr viel möglich, sehr viel differenzierbar. Hierzu kommen noch weitere Tutorials. Als Vorschlag zur Übung würde ich vorschlagen, Sensoren auf verschiedene Kinematiken, beispielsweise auf Schubgelenksysteme oder auch etwas komplexere Kinematiken, ja, aufzutragen und dann entsprechende kinetostatische Werte zu ermitteln. Dieses Tutorial wird, um die Werte hier nachvollziehen zu können, wird dieses, das Tutorial, das Ergebnis als Projekt abgespeichert und auf unserer Homepage www.asom.eu im Downloadbereich zur Verfügung gestellt. Danke.